Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Staffel 3 hier mit Quecksilber bei Let's Play FK. Ja, mit diesen gruseligen Lauten im Hintergrund lassen wir dieses Let's Play mal beginnen, wo ich meinen größten Trick, den Trick des, ja, weltberühmten Zauberers Quecksilber vorzuführen, wie ich es schaffe, über Lava zu laufen. Abracadabra, Simsalabim, dreimal schwarzer Kater. Und schon kann ich mich über Lava begeben, ohne verletzt zu werden. Ist das nicht unglaublich? Ach ja, danke. Danke, Mr. Zombie und Mr. Skeleton, für diese Anerkennung meiner unglaublichen Leistung. Das ist so... Ach, das ist so rührend. Ach. So, das sind jetzt die... Das ist jetzt die Richtung, die ich gegangen bin. Da hätte ich auch aus denen einen großen Fall machen können. Da hätte ich nicht so schlau gedacht. So, da oben ist ein... Ui, ein Creeper, wie ich die liebe. So. Gut, hat mir die Fackel nicht beschädigt. So, ich bleib erstmal hier noch in Sicherheit, um nämlich den Redstone wegzukloppen. Und da hatte ich doch noch irgendwas gesehen. Da hinten, da war Eisen. Nicht nur, da war Eisen, da ist auch noch Eisen. Da ist Tatsache immer noch Eisen. Toll, ne? So. Das sollte jetzt nicht passieren. Egal. Sollte eigentlich nicht zugehen, aber... Manchmal geht es halt nicht mit rechten Dingen zu. Dann geht es halt... Dann geht es trotzdem zu, obwohl man nicht die rechten Dinge verwendet. Nein. Sollte ein Wortspiel werden. Sorry, ich wollte einen Witz machen. Gut. Haben wir den auch zu. So. Das hier ist alles über der Lava. Das heißt, wenn ich mich da an der Wand lang buddle, müsste ich problemlos da rankommen. Eigentlich ist das ja bescheuert. Ich habe doch die Wassereimer-Methode. Ja. Na, komm schon. Gut. Ja, ist ja gut. Ich komme ja gleich zu euch. Meine Güte, die Nerven, wa? Die können es gar nicht abwarten, dass ich hinkomme und ihnen was tue. Upsi. Na gut, dann machen wir ihn halt hier vor. Wenn er woanders nicht will. Oh nö. Leute. Das ist unfair. Soll ich gleich in die Lava fällt. Nein, die können gar nicht zu mir kommen. Ja. Oh, da ist auch was frei drüber. Aber doch irgendwie bei Minecraft so ein bisschen, weil ich hatte jetzt ein paar Unterbrechungen. Die habt ihr ja auch gerade gesehen, sicherlich. Jetzt hackt das doch wieder. Sorry, ich muss mal kurz hier rein. Dann stellen wir das halt wieder radikal runter.
Und probiere mal, ob das so geht. Und wenn das absolut nicht geht, dann muss ich das Let's Play abbrechen im Moment gerade. Aber es wäre schade. Macht mir gerade so viel Spaß. Wow, ich habe das immer so, ich bis jetzt immer so hingekriegt, dass die Fackeln nicht beschädigt wurden. Das finde ich cool. Oh, hier ist eine Höhle mit noch einem Lava. Ah, Diamanten! Ich habe Diamanten gefunden! Wow! Sehr schön. Gut. Aber ich habe auch hier bereits den Weg frei gemacht, dass die Monster hier runterkommen. Und das ist möglicherweise. Moment, von hier bin ich gekommen. Wo waren die denn jetzt? Ach, da oben. Vielleicht mögen die, wir springen die gar nicht gern hier runter. Mal die Barriere noch ein bisschen doller. Ja, da hole ich mir erstmal die Diamanten und dann bringe ich die mal schnell in Sicherheit. Hier. Das ist ja wow. Diamanten, ich habe Diamanten gefunden. Ah, ich habe Diamanten. Nicht weiter sagen. Ich habe Diamanten. Yeah. Ach, ich freue mich. Ich freue mich. Gut. Noch ein bisschen Redstone. Die Frage ist, wenn ich jetzt den wegbuddel, ist da dann Lava drunter? Ja, leider. Die zweite Eisenhacke. Gut, dann gucken wir mal, ob der jetzt zu mir springt oder darunter, aber er geht zu mir, das ist doch mal nett. Ja. Gut. Dann glaube ich, wird das jetzt sicher sein, dass die hier nicht in Lava landen. Ja, richtig eingeschätzt. Gut. Damit haben wir die hier. Und dann holen wir uns den letzten. Und dann begebe ich mich nochmal schnell ins, naja, nicht Hauptquartier, aber ins, in die unterirdische Basis hier zurück. Nein, das war die falsche Richtung. Das kommt doch, wenn man nicht ganz konzentriert ist. Gut. Hoppala. Kraucht dann irgendwas hinten rum? Jo, nee, ich ess mal was. Ich ess mal was. Ich bin ja irgendwie ausgehungert. Wie ich denn das hingekriegt? So. Theoretisch kann es jetzt sein, dass mir in dem Gang Viecher begegnen, weil ich ja diese andere Höhle angebuddelt habe. War nicht unbedingt schlau, aber ich nehme so ein bisschen an, dass die doch gar nicht bis zu mir runterkommen. Ich habe zwei Diamanten, ich glaube es nicht. Das heißt, Moment, ich brauche drei für eine Diamanthacke. Dann brauche ich zwei für den Zaubertisch plus ein Buch und also ich brauche zwei und ich brauche die Obsidiane, für die ich die Hacke vorher brauche. Das heißt, ich brauche fünf Diamanten, mindestens fünf. Dann habe ich erstmal die Chance, mir einen Zaubertisch zu bauen. Ab drei Diamanten habe ich die Chance, mir ein Netherportal zu bauen. Ja. Klingt doch gut. Machen wir Eisen. Wenn du was anderes irgendwie Tolles hier. Ach so, den Treffer habe ich nicht weggetan. Ja. Gut. Na dann. Auf in den Kampf. Wow.
Ich sehe auch auf der Uhr, wir haben schon wieder Halbzeit mit diesem Videopart. Und aber alles so. Das ist komisch. Ich kann trotzdem auch mit Kopfhörer nur ganz schlecht orten, wo diese Stöhnemänner sind. Aber es ist ein Loch tief. Ein Bock. Gut. Mir fehlt allerdings etwas. Und zwar Steinhacken fehlen mir. Machen wir mal so, dass ich möglichst schnell zwischen Fackel, Schwert und Spitzhacke wechseln kann. Gut, die. Und dich haben wir jetzt auch in der Hand. Da ist ein Creeper. Ja, komm, komm, flieg in die Luft. Mann, jetzt geh doch schon tot. Ach, ich renn zu schnell weg, wa? Ja, das bringt auch kein Obsidian. Ich dachte, wenn der hier drauf explodiert, dass dann so ein bisschen Obsidian, naja, dass er schon ein bisschen Obsidian losschlägt. Aber nein, lässt mir die Fackeln aus. Gut. Dann hatte ich noch Treppenstufen, ja. Gut, ich komme ja gleich. So, ich glaube, da würde ich mit dem Kopf gegenstoßen, wenn ich hier runterkomme. Ziehen wir das noch schnell ab. Nicht, dass ich dann auf der Flucht, wenn ich fliehen muss, gleich gestoppt werde. Wow! Was für ein freundlicher Empfang. Komm her. Oha. Gut. Kam da gerade wieder einer geflogen? Oder steckt der da schon? Wow! Oh, seht ihr? Falsche Richtung gerannt. Wow! Kriegst du hier mit Zweien zu tun, oder was? Oha, da sammle ich auch gleich ein paar Steine ein, das ist gut.
Was ist denn das? Ach, ein Skelett mit Lederrüstung. Ah, der ist runtergefallen. Sehr gut. Wow. Yeah. So, ich gehe mal kurz einen Happen essen. Sie in Sicherheit begeben und einen Happen essen. Gut. Können wir nicht wieder hin? Ich habe einen. Sehr schön, ich habe ein Stückchen. Ach nee, sag schon hier. Das Sprengpulver hier, Schwarzpulver. Irgendwie funktioniert das Scrollrad von diesen Dinges hier nicht so zuverlässig, wie ich es gerne hätte. Oh, jetzt kommt mir auch noch ein... Oh, sind das viele. Oh, sind das viele. Ah, auf in den Kampf. Boah, schnell was essen. Puh. Muss ich erstmal erholen. Wenn jetzt hier gleich wieder Viecher kommen, dann habe ich ein Problem. Oha, das tun wir mal weg. Den tun wir auch weg. Dafür hole ich mal die. Oh nee! Ich glaube, ich mache das zu. Ist da eine Fackel drin? Ach, da ist eine Fackel. So, die Frage ist, ist jetzt da unten noch irgendein Tierchen, was vielleicht runtergefallen ist? Aber da liegt noch... Oh, da liegt noch wertvolles Zeug. Pfeil und Knochen. Sehr gut. So. Gut, dann haben wir hier jetzt das nächste wertvolle Zeug. Mit Eisen. Und noch eine Höhle. Nämlich von da erstmal nicht besuchen kommen. So. Muss ich mir bloß merken, dass es da lang zu weiteren Höhlen geht. Upsi. Upsi. Ja. Ah. Wie war das? Wenn schnell genug die Fackel setzt und es klappt, kann man sich den Abbau von Kies sehr leicht machen. Moment, hier war doch noch was Wertvolles, was ganz Wichtiges. Jetzt haben wir um Kohle. Ich höre ständig die Spinne. Wo ist denn hier die Spinne? Hätten garantiert nicht. Die würde ich nicht so laut hören bis hierher. Ah, das geht ja nicht mit der Steinaxt, ja. Gut. Haben wir den Redstone.
noch mehr Redstone. Und da werde ich gleich mal wieder die Steine los. Gut, aber wo waren jetzt die Diamanten? Ich hatte doch eben den... Hä? Renn ich da jetzt dann vorbei oder was? Ach, da! Da war das. Sehr gut. Oh, noch einer. Noch einer! Oh, und noch einer! Wie cool ist das denn? Weil ich hatte ja zwei. Und das sind jetzt... Oh, das ist ja sogar noch einer. Noch einer! Oh, yes! Damit ist es entschieden. Ich habe genug Diamanten, um einen Zaubertisch zu bauen. Um Obsidian abzubauen, um Netherportal und Zaubertisch und alles zu bauen. Was ich da Schönes haben möchte. Ja, träume! Redstone. Aber erst dann mache ich mir noch einen Ausweg hier, damit, falls dahinter Lava ist, ne? Das Spiel ist manchmal richtig gemein. So, erstmal zum Leuchten bringen, schön. Bisschen ärgern den Redstone, dass er anfängt zu leuchten. Ja. Gut. Jupp, 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 jupp. Huch, das sollte jetzt nicht passieren. Mauere ich mich hier selber ein. Das geht ja gerade gar nicht. Yes. Die Spinne, die macht mir Sorgen, weil ich habe das Gefühl, die ist direkt neben mir und greift mich jeden Moment an. So, mal horchen. Die ist da. Die ist irgendwo in der Richtung. Aber ich werde mich jetzt erstmal wieder zum Hauptquartier begeben, da ich jetzt wunderschöne Diamanten habe und die mir auf keinen Fall abhanden kommen sollen. Wie viel habe ich denn jetzt eigentlich? 7 Stück gleich. Moment. 7 Stück? 1, 2, 3, 4, 5. Das war tatsächlich... Ja, ich habe ja die anderen abgelegt. Wow. Sehr cool. Na, dann weiß ich ja, was ich im nächsten Video tun werde. Obsidian abbauen und mir ganz doll überlegen, ob ich erst ein Netherportal oder erst einen Zaubertisch baue. Ja. Ja, 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 ja. Na dann, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Videopart wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft mit Quecksilber in Kooperation mit Let's Play FK. Bis dann, tschüss!